next time. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde um die 2. Wieder in Arnheim und Laurensbach. Die Fahrer von. Beziehungsweise nicht von. Wir fahren die Linie 811 heute. Eine etwas längere Linie. Und zwar zu einer späten Uhrzeit mit den Neoplan, der nochmal ein Sound-Update bekommen hat und nochmal ein generelles Update von Herausgeber des Zweitürers, was aber noch nicht bei mir installiert ist, was ich noch nachholen werde. Ey, meine Brüste ist ein bisschen laut. Wir haben auch ja bald Abfahrt. Einmal die Tür zu machen. Und noch eine Kleinigkeit ist passiert am Anfang des Monats. Also Anfang Juni. Wenn ihr das Video seht, dürfte es ein bisschen später sein. Und zwar ist eine, habt ihr sicherlich mitbekommen, eine Repainterin Omniforum gestorben. Deshalb würde ich sagen, eine Schweigeminute für diese Person, die super Repaints gemacht hat und halt eben auch das Zeichen für diese Familie und Hinterbliebenen. Also ab jetzt. So, aber jetzt zu schöneren Themen. Denn wir müssen den Bus auch noch vorbereiten. Machen wir so. Dürfte hoffentlich richtig sein jetzt. Ja, das ist richtig, aber nicht die Linie. Ich weiß nicht, wieso er das X davor setzt. Dann machen wir auch nochmal hier ein bisschen Licht. Nein, das ist Kette. Dann aber das und Dachluken auf ein paar Fenster aufmachen. Denn es könnte warm werden im Bus. Ach. War ja auch schon die Elektrik aus. Ich bin einfach Citaro gewohnt und andere Busse. Bald haben wir auch jetzt zumindest mal die Buslinie in Lauersbach abgeschlossen.
und werden dann dies auch nutzen, um von Lauritzbach aus mit der Linie 23 Hallo. Dann nach Arnheim zu fahren. Was eine gute Überleitung ist. Dann später. Schön, dass Nein, da halte ich jetzt mal nicht. Ich fahre drüber. Und sorry, dass es jetzt so lang tut. Aber ist er hier am Lauritzbacher Bahnhof? Normal. Nächste Haltestelle: Winsenburger Brücke. Und heute fahren wir auch ohne Hilfspfeile. Was auch mal schön ist. Und nochmal so zum Update vom Bus. Also vom Bus selber gab es ja die 1.1 jetzt, wo er neue Räder bekommen hat. Ja, neue Reifen, weil die anderen wohl aus lizenztechnischen Gründen eigentlich nicht angehörten. Wegen der Textur. Ein paar Bugfixes wegen den Seitenwand, wo eine Lücke drin ist, und halt eben noch das mit den Haltewunschtasten, die da so rumschweben in der Luft. Ein paar andere Sachen. Und halt jetzt nochmal zum Sound-Update, wie man halt eben schon gehört hat. Neuer Motorsound. Und neuer Getriebssound. Wieso hat denn jetzt hier andere Texturen? Leute, ich weiß nicht warum, aber manchmal legt man sich hier falsche Texturen hin an manchen Stellen, die da gar nicht hingehören. Man sieht's. Omsi, du bist einfach perfekt. Aber ich habe jetzt keine Lust, die Aufnahme nochmal neu zu starten. Deshalb lehnen wir jetzt doch einfach nochmal damit. Und da hat es eine Haltestellenbremse bekommen, die beim Öffnen der Türen reinspringt. Lässt du mich raus? Danke. Super, ja, hat auch gleich eine neue Textur gekriegt. Auch wenn mir diese, ehrlich gesagt, als Straßentextur eigentlich ganz gut gefällt, aber... Ah. Erst erscheint euch jetzt richtig laden. Nächste Haltestelle, Stadthalle. Und, halt eben jetzt auch. Also die Haltestellenbremse löst sich dann, sobald man Gasstoß gibt. Man muss dann nicht unbedingt die Haltestellenbremse dann reinlegen. Okay. Wollt ihr einsteigen oder steht ihr einfach nur so rum? Steht so nur so rum. Auch gut. Nächste Haltestelle, Friedrich-Ebert-Straße. Und er hat halt eben auch nochmal gesagt, Getriebe-Sounds neu dazu bekommen und Tür-Sounds auch nochmal neu. Ohne das Piepen. Was ich gut finde, hat er mir aber abgenommen, der Morphy. Und er hat auch nochmal ein ZF 4HP noch dazu bekommen. Im letzten Sound Update. Was ich schön finde. Nächste Haltestelle, Steinstraße. Was, Steinstraße? Gibt's hier überhaupt Steine? Beide schlecht. Der war so schlecht, der hätte nicht sein gemusst, aber... Egal.
Ich hoffe, es wird jetzt nicht allzu dunkel. Da wir auch einen Teil über Land fahren. Aber wir sehen noch in der Innenstadt, es ist noch alles ein bisschen hell beleuchtet. Normalerweise ist das auch eigentlich eher eine Gelenkbuslinie, aber... Boah! Gas! Nächste Haltestelle, Flurstraße. Also eigentlich ist es ja eher eine Gelenkbuslinie, aber ich... Da es schon zu späte Stunde ist, denke ich mal, ist jetzt ein Solobus angebrachter. Morphy musste jetzt auch dank OneDrive sich eine andere Plattform suchen, wo er seine Daten hochlädt. Sprich die Updates und sowas. Die Soundpacks, alles. Der OneDrive an Traffic Limit angekommen ist bei ihm. Können Sie nicht ein bisschen die Heizung anmachen hier? Nein, mache ich nicht an. Einerseits schade für ihn. Andererseits auch wieder gut für... Gut, sag ich mal. Auch für mich. OneDrive war nicht... Also für mich jetzt persönlich nicht unbedingt das Wahre, weil... meistens dann immer die Downloads nicht wirklich funktioniert haben. Entweder abgebrochen oder die Dateien waren beschädigt. Und das hat sich erst am, je öfter man das gemacht hat, um höher war dann die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert hat. Und wenn er noch so eine schwache Internetleitung hat wie ich, ist das ja nicht gerade angenehm. Ich habe auch was anderes zu tun und möchte das Internet nicht unbedingt dann dafür ergeben. Weil ich möchte ja auch Videos schauen selber und hochladen. Oder auch mal halt das ein oder andere Online-Spiel spielen. Oder mit Freunden reden über Teamspeak oder was auch immer. Nächste Haltestelle, Haus für Kunstgeschichte. Ich glaube, da sind wir schon ein bisschen so weit hinten, den Ansagen. Aber das sieht schon besser aus. Ich benutze heute auch mal das Ibis Control, weil Ibis hier hängt ja weit oben. Kann ich da nicht immer gleich drauf schauen und es schaltet sich ja irgendwie automatisch weiter. Liebes. Und dann gibt's dann hat er jetzt ein in letzter Zeit auch nochmal ein Update bekommen, was ich jetzt nicht so wirklich mitbekommen habe. Aber darauf gehe ich dann beim nächsten Mal ein, wenn ich den Bus fahre. Ich jetzt nicht unbedingt was vorwegnehmen. Ich denke mal, viele wissen es bereits schon. Oder haben schon mitbekommen. Ich warte eigentlich nur darauf, dass dann noch das richtige Soundpack dann wieder geupdatet wird. Und ich fahre dann einfach beim nächsten Mal mit, einfach so mit dem Bus. Ohne Soundpack. Ich hoffe, werde ich nochmal rauslassen. Ich hoffe, das funktioniert auch. Beziehungsweise ich hoffe, dass der Bus funktioniert. So. Das habe ich noch nicht getestet. Werde ich glaube, wir auch mal machen die Woche.
Leitung, das werde ich schon getestet haben und wir haben jetzt gerade einen